jetzt dran ist, wahrscheinlich. Schönen guten Tag zusammen erstmal, meine Damen, meine Herren. Vorhin haben wir gehört, dass hier jemand gesprochen hat, der der absolute Meister ist in der Anzahl der Lightning Talks. Ich bin das Gegenteil davon, ich bin der absolute Newbie. Ich bin hier hingekommen als Teilnehmer wie Sie. Ich habe vor 2 Stunden erfahren, dass da ein Slot zu besetzen ist und man hat mich gefragt, ob ich was erzähle. Ich habe ja gesagt, ich habe vor einer halben Stunde meine Folien zusammengestöpselt in deutscher Sprache, deswegen rede ich jetzt auch Deutsch. Englisch können wir auch, wenn das präferiert wird, aber wenn es so passt, dann mache ich so weiter. Ich möchte über Cloud Computing im Kontext von Software as a Service in Enterprise-Umgebungen sprechen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich befasst mit dem Thema Private Cloud und Applikationen in Private Clouds. Das ist nicht mein Thema. Mein Fokus geht in die Richtung der Enterprise Clouds. Sie sehen, dass ich von Siemens komme, dann werden Sie das vielleicht auch entsprechend zuordnen können. Fokusthema meiner 6 Minuten geht um Service Levels, um Lizenzmodelle und besser gesagt um den Support für Lizenzen in so einer Cloud-Umgebung, um Leistungsabrechnung und auch um Security, aber in einem anderen Kontext als das, was wir hier schon gehört haben. Erstmal historisch brauche ich nicht zu erzählen, Application Service Providing war der Vorläufer des heutigen SaaS-Modells. Wir haben eine ziemlich harte Evolution durchlaufen. Ich selbst bin in diesem Geschäft seit mittlerweile 10 Jahren. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich freue mich eigentlich heute, dass wir diesen Ansatz Cloud Computing und Software as a Service haben, weil damit bestätigt sich eigentlich, dass eine Idee vor 10 Jahren gut gewesen ist, nur der Markt war noch nicht reif dafür. Sie kennen alle dieses IaaS, PaaS und Software as a Service Modell mit diesem Multi-Tenant-Ansatz. Was Sie vielleicht nicht kennen oder vielleicht nur ansatzweise kennen, ist, wie passt das Ganze zusammen? Solche Lösungen müssen gemanagt werden und es gibt eine Rolle, die das am besten beschreibt in der Person in der Rolle eines Business Managers für Software as a Service, der diese einzelnen Gewerke, die es da in der Delivery darunter gibt, letztendlich zusammenführt und stöpselt. Und genau dieses bekommt im Umfeld Cloud Computing umso mehr Bedeutung, weil da ja unterschiedliche Leistungsbereitsteller involviert sind. Dass das Ganze mit Back-to-Back-Agreements abgesichert sein muss, damit man überhaupt einen Service-Level zum Kunden hin garantieren kann, glaube ich, versteht sich von selbst. Hier auf der linken Seite sehen Sie eigentlich auch nochmal dargestellt die unterschiedlichen Konstellationen, die überhaupt denkbar sind. Da gibt es den Software-as-a-Service-Anbieter, der alles aus einer Hand hat. Der hat einen eigenen Rechenzentrumsbetrieb, der macht die Middleware selbst, der hat die Applikation obendrauf und das Ganze aus einer Cloud heraus. Dann sind Sie eigentlich bei dem rechten unteren Feld. Es gibt aber auch Konstellationen, wo einzelne Komponenten zugeliefert werden und dann kommen wir an so ein Szenario Partnering. Dann tritt plötzlich jemand auf als Broker, der eigene Leistung mit Leistung von Dritten kombiniert, um sie zu bündeln, als Dienst an einen Kunden bereitzustellen. Wenn man über Software as a Service spricht, dann darf man sich nicht dem Irrglauben hingeben, das gibt nur eine Standardapplikation und diese eine Standardapplikation im Sinne von Take it or Leave it muss genommen werden, sondern auch gerade in dem Umfeld ist Individualisierung und Customizing ein ganz wesentliches Element. Enterprise-Kunden haben in aller Regel den Anspruch, Lösungen auf ihre speziellen Bedürfnisse anzupassen. Da kommen sie nicht mit einem Standard durch die Tür. Insofern ist das Thema, hier habe ich mal so ein Beispiel Enterprise Content Management herausgepickt, in einem Leistungsangebot Standard vorhanden, für eine temporäre Nutze, für Projekte, die eine Laufzeit haben von was weiß ich, einem Jahr, dann sind sie wieder weg. Und es gibt das Thema Enterprise Content Management individuell, die sich anpassen auf die spezifischen Gegebenheiten beim Kunden. Und da man nicht auf der grünen Wiese anfängt, hat es auch immer was damit zu tun, dass man Migrationen und Customization durchführen will. Insofern gibt es Szenarien einer Landschaft, die ausgeprägt sind auf so eine Intranet-Umgebung, Extranet-Umgebung oder Internet-Umgebung. Heute könnte man sagen, auf eine Private Cloud, auf eine Public Cloud und auf eine Community Cloud. Community Cloud immer dann, wenn ich ein bestimmtes Lösungsszenario für eine Gruppe von Kunden bereitstelle. Ich möchte nochmal in Erinnerung rufen, das Thema der Definition von Software as a Service. Das ist ja die Bereitstellung von Applikationen als Dienst übers Netz auf Basis definierter Service Level, ein ganz entscheidender Punkt, und der im Bedarfsfall zumindest nutzungsbasierten Abrechnung. 2 wesentliche Elemente, die in der Diskussion um Cloud Computing meistens vergessen werden, aber sie sind elementar.
Und wenn ich das auf Cloud Computing übertrage, dann sieht es ähnlich aus. Hier habe ich mal so eine Formulierung von Forrester übernommen, wo Cloud Computing steht für einen Pool aus abstrahierter, hochskalierbarer und verwalteter IT-Infrastruktur, die Kundenanwendungen vorhält und, falls erforderlich, nach Gebrauch abgerechnet werden kann. Also da gilt das Gleiche. Nur, wie macht man das dann überhaupt? Wenn ich einen Vertrag mit dem Kunden schließe, definiere ich Service Levels. Dem Kunden muss ich nachweisen, dass ich diese Service Levels auch erfüllt habe. Wenn da die Last Mile nicht beinhaltet ist oder wenn überhaupt die Netzanbindung nicht beinhaltet ist, dann gilt das am Übergangsdatenübergabepunkt des Rechenzentrums. Aber ich muss den Nachweis führen. Wenn ich dem sage, du hast 99,9% oder 99,irgendwas% Verfügbarkeit, dann muss ich das nachweisen. Ein anderer Service Level ist im Zweifelsfall die Performance, weil der Kunde hat einen Anspruch, eine gewisse Performance zu bekommen. Dann muss ich ihm auch nachweisen, dass ich die Performance leiste. Das geht nur über entsprechende Monitoring-Tools, die ich entweder nutze, um Auswertungen zu erzeugen, die ich dem Kunden bereitstelle, oder noch viel eleganter, wo ich dem Kunden ein Tool an die Hand gebe, dass er seine Performance, seine Verfügbarkeit selber monitoren kann. Nächster Punkt ist, wenn ich nutzungsbasierte Abrechnungsmodelle definiere, dann brauche ich natürlich auch den Nachweis, was er genutzt hat. Der kriegt eine Rechnung, im einen Monat ist die sehr hoch, im nächsten Monat ist sie niedriger, im dritten Monat ist sie wieder hoch. Der will wissen, wie sich seine monatliche Abrechnung denn zusammensetzt. Heißt, ich muss diese nutzungsbasierten Daten aus meiner Lösung, sei es bezogen auf die Infrastruktur oder auf die Applikationsebene, die muss ich abholen, konsolidieren und am liebsten Vertragspositionen genau reporten, damit er nachvollziehen kann, wie sich sein Preis zusammensetzt. Diese beiden Elemente sind in meinen Augen entscheidend für den Erfolg von Software as a Service und Cloud Computing. Wir reden zwar über moderne Modelle, aber über diese beiden Aspekte reden wir viel zu wenig. Und das Schlimme ist, jeder Anbieter, der sich in diesem Markt bewegt, fängt an, womöglich seine eigenen Lösungen zu stricken, wenn er denn die Lust und den Atem hat, da rein zu investieren. Und wenn er das nicht hat, dann geht er über zu einem Flatrate-Angebot. Ein Flatrate-Angebot ist in meinen Augen der Tod von Software as a Service, weil damit geht ein ganz entscheidender Nutzenvorteil für einen Kunden verloren. Die Kunden wollen verbrauchsorientiert abrechnen, weil sie nur für das, also nur für die tatsächliche Nutzung zahlen wollen. Eine Flatrate heißt, der hat eine pauschale Absicherung und das heißt, im Zweifelsfall zahlt er mehr, als er nutzt. Also diese beiden Elemente sind entscheidend. Und dann der letzte Punkt, und dann bin ich auch schon fertig. Wir sollten uns bei der gesamten Security-Diskussion über einen Punkt nicht hinwegtäuschen. Es gibt neben allen technischen Aspekten, oder andersrum gesagt, ich bin ziemlich überzeugt, dass die etablierten, seriösen Anbieter von Software as a Service und Cloud Computing wissen, was sie in puncto technischer Sicherheit zu tun haben, um die Lösung für ihre Kunden bereitzustellen. Ein Aspekt geht verloren und der hat seinen Ursprung in dem Trend, der mit Web 2.0 eingesetzt hat. Ich will das mal kurz darstellen. Innovation hat klassisch ihren Weg immer über eine kommerzielle Nutzung in die private Nutzung gemacht. Das gilt fürs Internet. Vor 10 Jahren hat es einen Siegeszug genommen. Das gilt für die E-Mails. Das gilt auch für die Handys. Mit Web 2.0 hat es einen Wechsel gegeben, einen ganz entscheidenden Wechsel. Der ist vielleicht gar nicht so richtig bei Ihnen angekommen. Da ist nämlich der Weg gewesen, dass Lösungen zu Innovationen, Lösungen erstmal in die private Nutzung gegangen sind und über die User, also die private Nutzer, in die Firmen getragen wurde. Und plötzlich, das gilt für Web 2.0, für Unified Communication, für Triple Play, das gilt aber auch für Software as a Service. Und damit ist eine ganz neue Sicherheitssituation entstanden, die manchem CIO wahrscheinlich noch schlaflose Nächte bereiten wird, dass nämlich ein User, der private Anwendungen nutzt, diese auch in die Unternehmen trägt und über diesen Weg im Zweifel, über unsichere private Applikationen besser gesagt, und über diesen Weg Intellectual Property aus den Unternehmen abfließt. Danke, Bernd. Danke.